Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Ich zeige euch heute den kompletten Battle Pass von Stufe 1 bis 100. Mit allen mysteriösen Skins, Styles und so weiter. Ich hoffe, ihr seid so hyped drauf wie ich. Und wenn ihr euch den Battle Pass oder irgendwas anderes kauft, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Creator-Code Wannabe im Itemshop benutzt. Okay, Freunde, seid ihr bereit für den Battle Pass? Here we go. Alter Schwede, der Mandalorianer ist echt der Level 1 Skin? Nein. Wie geil ist das denn? Und Galactus ist auch noch da mit seiner Musik. Let's go. V-Bucks. Noch was für Mandalorianer. Okay. Und sein Gleiter. Nicht übel, oder? Nicht übel. So, wir gehen jetzt hin und kaufen uns nicht den Battle Pass, Freunde, sondern wir kaufen uns Fortnite Crew. Das kostet 11,99 im Monat. Ihr kriegt irgendwie V-Bucks, Special Skins und so weiter. Könnt ihr euch ja durchlesen. Ich mach das auf jeden Fall jetzt nicht, weil das wird irgendwie zu lange dauern. So, was passiert jetzt? Willkommen in der Fortnite Crew. Okay. Okay. Wow, wir kriegen direkt einen Gratis-Skin. Galaxia. Boah, der Skin sieht überfresh aus, einfach nur. Backbling. Ja, kaputte Fortnite-Karte. Nein, was ist das denn? Eine neue Lami-Hacke. Kosmisches Lama-Horn. Wow, let's go. Und noch 1000 V-Bucks. Ich sag euch, Fortnite-Crew macht jetzt schon Laune. Oh, wir kriegen noch den Battle Pass oben drauf. Okay, ich bin gespannt auf die ganzen Skins drin. Ich habe mich nicht spoilern lassen. Und wir haben direkt einfach den Mandalorianer am Start. Geiler Skin, richtig geiler Skin. Wir kaufen uns jetzt erstmal die 25 Level hier. Okay, wir gucken uns die ersten 25 Items an, Freunde. Hier nochmal Galactus. Mandalorianer. Okay, das haben wir gerade schon gesehen. Hier nochmal die Razor Crest. Ein neuer Gleiter. Markierung. Ist okay. Was ist das hier? Dynamo-Gravitationsgerät. Nicht übel. Neues Contrail. Ja, ist okay. Und jetzt kommt der nächste Skin, Freunde. Reese. Immer auf der Suche nach den neuen Trophäen. Ich bin mal gespannt, ob man den Skin noch entwickeln kann. Hat ein bisschen was von Power Rangers irgendwie. Jetzt kommt das erste Emote. Boombox. Let's go! Iconic Skin! Mit der Boombox unterwegs, ey. Wenn ihr den Irren im Spiel seht, das will auf jeden Fall ich. Okay, feier ich richtig geil bis jetzt. Jetzt kommt die Pickaxe zum Backbling. Ist okay. Sieht ein bisschen aus wie diese OG Pickaxe, die es im Season 2 Battle Pass gab. Und noch der Hängegleiter. War es auch okay? Eine weitere Stufe von dem Skin? Ich sag ja, den kann man, glaube ich, echt entwickeln. Hier nochmal eine andere Farbe. Ich skippe mal ein bisschen durch, Leute. Ihr habt das wahrscheinlich schon gesehen. Okay. Neue Lackierung. Pfannstrich. Ey, ich bin gespannt auf den Skin gleich. Was ist das denn hier? Erntewerkzeug. Lol, was ist das denn hier? Eine Schrotflinte mit Pfannkuchen obendrauf. Okay. Und nochmal 300 V-Bucks. Schon mal nicht übel. Ist schon mal nicht übel. Und ich sehe schon den nächsten Skin. Aber wir kaufen jetzt erstmal durch, Leute. Oh. 11.000 V-Bucks. Einfach weg, Freunde. Gucken wir uns die nächsten Sachen an. Frühstücksflug. Gefällt mir. Sieht geil aus. Jetzt kommt der Skin. Was ist das denn? Mancake, geschaffen in der Pfanne des Zorns. Der alte Frühstücksbandit-Set. Wie geil ist denn dieser Skin hier? Leute, das ist einfach ein Pfannkuchen. Ey, der ist ja ultra geil. Neue Aufgaben. Und jetzt kommt der Pfannkuchenflieger. Wie geil ist das denn? Ey, es kommt ein neuer Emote. Ein Schuss Sirup. Ey, das ist voll geil. Und neuer Backbling. Reichhaltiges Frühstück. Der Typ hat einfach statt Geld Pfannkuchen da drin. Okay.
Okay, den kann man aufleveln. Oh, das ist eine zweite Version. Hier ist eine zweite Version von dem. Stil der Kuchen ohne Namen. Er hat einfach einen Schnurrbart. Was soll ich sagen, Bruder? Dunkle Taten, Man Cake. Das ist auch noch eine zweite Version. Der Pfannkuchenflieger hat auch eine andere Version, okay. Boah, was sind das denn für geile Erntewerkzeuge? Oha. Wildherz. Ist okay, die Lackierung? Ist jetzt nicht so geil, Lackierung. Oha, was ist das denn hier? Wildherz, Verteidigerin des Sturmdschungels, Teil des Wildherz-Sets. Okay. Boah, die sieht ja übelst krass aus. Ich sag euch, mit der will ich mich besser nicht anlegen. Hier, Backbling. Boah, der sieht auf jeden Fall fresh, glaube ich, aus. Oh mein Gott, hör bitte auf. Oh mein Gott, was ist das denn? Der Hängegleiter von ihr. Alter Schwede, die haben ja nochmal einen draufgesetzt. Das ist ja wohl noch geiler als damals mit Thors Hammer. Oha, und die schwingen in der Luft. Krank, deswegen auch legendär, kann ich absolut verstehen. Denkst du, du bist lustig mit deiner verkackten Art? Nochmal eine zusätzliche Hacke. Boah, das ist Medusa. Sie hat einfach Schlangenhaare. Okay, Leute, ich glaube, das könnte schon einer der geilsten Skins im Battle Pass sein. Einfach mit reaktiven Haaren. Wir gucken mal weiter. Auch sie kann man wieder ein bisschen stylen. Noch ein weiterer Stil. Der Skin gefällt mir bis jetzt unnormal gut einfach nur. Bestienhauer, auf wie viele Spitzhacken hier dabei sind. Das ist der Heizahnspeer. Ja? Was haben wir hier? Hä, was ist das denn? Reaktiver Stoffzipfel? Hä, ist die ein Hai oder was? Was ist das denn? Wie läuft sie denn? Hä, was ist das denn, Krankes? Leute, sie ist einfach halb Hai. Das ist ja ultra krank. Und noch ein Stil von ihr. Boah, der Skin. Oha, Freunde. Ich sag's euch ganz ehrlich. Der ist ja zu wild. Boah, erstes geiles Contrail hier. Fliege mit dem gefallenen Teil des Rachegeist-Sets. Ist das Midas oder was? Und neuer Gleiter. Ja, ist auch okay. Neuer Skin. Kondor. Ah, ja, das ist sein Gleiter gewesen vom Rachegeist. Das ist einfach ein Geist, Leute. Der hat gar kein Gesicht, guck. Da ist niemand drin. Hallo? Ist da jemand zu Hause? Ich mach's fertig hier! Scheinbar nicht. Backbling. Oberfett von ihm. Oberfett. Geil. Neues Erntewerkzeug. Finde ich auch okay. Ist jetzt ziemlich viele. Auch mit vielen Stilen und so. Ist auch nicht übel. Rachegedanken. Oha, was ist das denn? Junge, der hat sich gerade verwandelt. Guck mal, der verwandelt sich. Von dem Typen ohne Gesicht. In Typ mit Maske. Aber ich sag euch, der ist nicht hübscher geworden. Gefällt mir trotzdem richtig gut. Hyperboard. Ja, okay, wieder ein Gleiter, wo man drauf stehen kann. Auch okay. Zielflug. Boah, das ist auch ein geiles Contrail. Könnte bei einigen Skins, glaube ich, auch richtig gut aussehen. Ey, was ist das denn hier? Was ist das denn für ein Skin? Ey, das ist ein Anime-Skin. Was? Guckt euch mal die Farben an von ihr. Die ist einfach gezeichnet. Hä? Wo bin ich denn gerade gelandet? Alles klar. Fortnite Japan freut sich gerade, Kapi? Das ist ihre Lackierung. Das ist ihr Erntewerkzeug. Okay, auch ziemlich speziell. Verwandelt sie sich in das hier? Da bin ich ja mal gespannt drauf. Das ist ja voll die Kriegerin. Ihr Backbling, neuer Emote. Jagdprotokoll. Oh mein Gott, was war das denn?
Jagdprotokoll. Okay. Der Skin ist ja unnormal geil. Wenn man den Gegner wieder auf die Fresse hauen will, dann verwandelt man sich einfach. Das ist Power Rangers auf einem ganz anderen Level. Das ist Power Rangers durchgespielt. Wer ist das hier für ein Gladiator? Jetzt kommt der nächste Gladiator, Leute. Krankes Backbling. Krankes Backbling. Zu Recht legendär. Wer ist der? Menace? Das ist ein Gladiator, Freunde. Das ist der allerechte Gladiator. Das ist The Gladiator. Ich bin mal gespannt, wie der aussieht, wenn der komplett voll ist. Mit Maske, bisschen auf unheimlich angelehnt, okay. Boah, und sein Erntewerkzeug. Das ist so ein bisschen was wie Ghost Rider. Nur, dass hier einfach das Feuer nicht dran ist. Boah, der Skin ist geil, gefällt mir. Gladiator endlich mal im Spiel. Das ist geil. Mal gucken, wie hoch man ihn noch upgraden kann. Das ist die erste coole Lackierung bis jetzt, glaube ich. Boah, wird der noch heftiger, Freunde. Oh mein Gott. Ich bin gerade richtig hyped auf diesen Skin. Ich sehe schon. Das ist der Level 100 Skin, Freunde. Ich glaube, das ist der Level 100 Skin. Das wird einfach so Bock machen, den freizuschalten. Ich sag euch, das ist wie damals in Kapitel 1, ich glaube Season 5 oder 6, wo es diese Skins noch gab, die man einfach hochleveln konnte. Und das hier ist so einer. Alter, endlich ist das wieder drin. Das ist so geil. Das wird so Laune machen. Guckt euch mal diese Rüstung an. Oha! Nein, was habt ihr gemacht, Fortnite? Der ist unnormal krank. Vorbereitung eines Kriegers. Ja, moin, wenn der Wannabe einfach wieder mit Sand spielt. Im Sandkasten. Ist das die Endform? Das ist nicht die Endform, oder? Er hat einfach ein Skelettgesicht. Oha. Freunde, wen haben wir denn da? Baby Yoda. Ich habe letztens herausgefunden, er heißt gar nicht Baby Yoda. Ziemlich traurige Geschichte. Aber für mich wird er immer Baby Yoda bleiben. Das wird Bock machen, einfach Baby Yoda zu beschützen und seinen ersten epischen Sieg zu holen. Was geht ab, Baby Yoda? Er heißt einfach nur das Kind. Dafür feiere ich dich echt gerne. Und nochmal 1200 V-Bucks. Wir müssen uns nochmal den Level 100 Skin angucken. Ach, der Level 100 Skin? Okay, wir gucken nochmal kurz. Ist der Mandalorianer? Was war denn der dann für ein Skin? Das ist der Level 96er Skin. Das ist anscheinend die Endform von ihm. Wir gehen nochmal bis... Nein, das war's noch nicht. Ich hab's euch gesagt, das war's noch nicht. Das sind, glaube ich, so Overtime-Aufgaben. Hier sind wir bei Level 100 angekommen. Ich hab's euch gesagt. Es geht noch weiter, Freunde. Die Sachen müssen wir uns dann freischalten. Neue Version von ihr. Ich finde sie ehrlich gesagt ein bisschen langweilig. Der gefällt mir richtig gut. Unser Geist-Bro hat auch noch eine neue Form. Jetzt geht's, glaube ich, gleich ab. Kartoffelpüree. Was geht ab, Freunde? Weiter geht's. Richtig zum Abgrooven. Das ist ja auch ein neuer Stil, okay, von ihr. Ich bin mal gespannt, wie jetzt die Kampfuniform von ihr aussieht. Der Skin ist krank irgendwie. Der ist krank. Der ist was komplett anderes, als wir bis jetzt jemals drin hatten irgendwie. Wer ist das denn? Alex Malief? Ist das Midas Tochter? Ich sagte, den Midas werden wir einfach nie los. Und die nächste Form von unserem Gladiator. Alter! Fortnite, wie sehr wollt ihr übertreiben? Fortnite, ja. Was ist das für ein Skin? Übertrieben viele Fragezeichen. Ich bin gespannt, was sich dahinter verbirgt. Das ist ein Banner. Das ist ein neuer Emote. Ein neues Spray. Und hier gibt es noch ein neues Outfit. Legendär. Wer weiß, was dahinter ist. Lackierung. Neues Rückenaccessoire. Noch ein Emote. Was ist das hier? Das ist eine Saphir-Version. Okay. Jeder Skin nochmal als Saphir. Schmeckt.
Das war's. Das ist, glaube ich, so für die Flexer am Ende. Ich sag's euch. Erreiche Level 150. Okay, das sollte ja relativ schnell gehen. Die könnten wir relativ schnell freischalten. Ich sag's euch. Ja, Freunde, das war's vom Battle Pass. Schreibt gerne mal in die Kommentare, welche Skins euch am besten gefallen. Ich werde jetzt gleich meine erste Runde spielen. Ich bin richtig hyped drauf. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. I hear